Hallo und willkommen zurück zu Orks müssen sterben 2. Willkommen zurück. Weiter geht's, sobald du G drückst. Ich bin am Überlegen, wo ich was als nächstes platziere. Schau dir einfach nur zu. Ah ja, hier kommen die raus. Gegner kommen gerne irgendwo raus, Dennis. Ja, von irgendwoher kommen sie ja immer. Oh, da liegt eine Münze. Warum liegt eine Münze hier vorne am Eingang? Weiß ich nicht, aber das ist die, die ich vorhin gemeint habe. Ich dachte, die kann man nicht einsammeln, hast du gesagt. Na gut. Ja, aber ich dachte, die wäre oben. Damit dürfte die Richtung klar sein. Tob dich aus. Was, der bringt gar nichts. Glaubst du, die stößen hier gegen die Decke oder glaubst du, ich kann hier auch alles mit Sprungfallen vollbauen? Ich frage mich gerade, wo zur Hölle du bist. Ganz da unten. Dennis, du wirst nie genug Geld dafür haben. Wenn, dann baust du sie nur ganz am Rand. Was, nur ganz am Rand? Ja, das so hat er es jedenfalls gemacht. Und innen hat er dann Teer gehabt. Ich habe jetzt nur überhaupt kein Geld für Teer, insofern werde ich das jetzt nicht machen. Und du solltest Seite wechseln. Kommt ein Gnolljäger. Mal schauen, ob der hier oben ankommt. Grenadier ist es, okay. Gnolljäger. Die haben das gleiche Heulgeräusch, das ist gemein. Irgendwie schon komisch, dass es keine Fernkampfgegner mehr gibt. Ich meinte keine Fluggegner in Unchained. Ist mir übrigens überhaupt nicht aufgefallen, erst als ich es dann gelesen habe. Fluggegner? Es gibt keine Fluggegner. Ingame ist mir das nicht aufgefallen. Voll. La 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 la. Das ist auch ein Troll. Ich war noch nie so bereit. Die perfekte Stelle. Die Luft an. Ich habe einen gepanzerten Oger. Treppen sind echt scheiße, man kann nichts bauen. Ah ja. Gibt halt keine schrägen Fallen hier in dem Spiel. Oder sowas. Treppen sind quasi erhöhter Schwierigkeitsgrad. Weniger Boden. Aber ich bin ja froh, dass wir zu zweit sind, das ist die Hauptsache hier. Damit man sich hier nicht zu Tode rennt. Oh shit, da ist noch einer! Okay, komm, komm, komm! Ja, ich lebe noch, Uli. Ich... Puh. Knappe Sache. Aber ich habe überlebt, dank meiner Alienwehrrüstung. Hahaha. Plus 25 LP. Oh lol, das sind ja solche. Also erklär, warum die noch leben.
Einer hat eine Münze getroffen. Gemein. Ja, das wird jetzt. Wenn du die Wand der Lehren irgendwann nicht mehr benutzt, kannst du sie voll gerne abbauen, dann kann ich dort Pfeilwände setzen. Ja, sag mir, wenn du nicht sie abbauen soll. Das sollte ausreichen. Sobald du sie nicht mehr brauchst. Schnellstmöglich. Liga! In der Luft! Irgendwas rennt, glaube ich. Ziemlich weit. Was? Ich kann nicht einschätzen, auf welcher Ebene die sind. Na, jetzt sind sie nicht mehr da, aber da waren schon welche. Ich glaube, die wurden von den Sprungplattformen runtergeschleudert. Die sind schon nah dran. Ah, nein! Ah, ah ne, ich lebe sogar noch, lol. Na. Ich war zwar eigentlich schon unten, aber da konnte ich immer doch noch springen. Rein mit dir. Das ist ein weiter Weg nach unten. Oh. Stimmt, da lebt er auch noch. Scheinbar lebt er noch, ja. Naja, ich habe nichts, was ihn Damage macht und da kann er nicht weggeschleudert werden. Durch die Dinger. Hier ist ja nichts, was Damage macht den ganzen Weg. Tote Ochs, seit 2002. Ey, was? Seit 2002? Ja. Mit dem Ork-Killer 2000. Okay. Ich lass das mal kurz hier. Fangen wir mit dem Unterricht an. Hm, kommt noch keiner hier. Bist auf der falschen Seite, sozusagen. Ich frage mich, ob wann ich noch mehr Bogenschützen dahin stellen muss, oder glaubst du, das reicht bis Ende? Ach, das wird schon reichen. Weißt, wenn zwei Drittel tot sind, drücke ich den Knopf, dann sind sie wieder da. Die Flieger fliegen ja nicht dran vorbei. Solange nicht alle tot sind, hoffe ich mal. In der Luft. Ist bislang schon einer gestorben, außer einem, wo der Gnoll dahin gelaufen ist? Nein, bis auf das eine Mal nicht. Mehr Tote! Mehr! Mehr! Ja, ich habe die extra ohne Regeneration geskillt, deswegen wollte ich ja, dass das Trinket dabei ist. Machen die mehr Damage. Oh. Die sind schon nah dran! Wie sind sie nah dran? Naja, die sind noch nicht tot. Wie haben sie das denn überlebt? Das wird ihnen gefallen. Kann passieren. Ich bin bereit. Meine Robin ist euer. Bereit zu dienen. Wo sind denn die? Wiedersehen. Aua, nein. Oh, gut, das sind ja weggeschleudert worden. Ah, noch eine Münze kam raus.
Ah, die habe ich auch eingesammelt, okay. Bitte hinten anstellen. Jetzt sind die ja eben hier explodiert, die Säcke, Mensch. Boah, der hat mich jetzt aber erschrocken. Wie das? Ja, es war ein Explosiver, aber ich mir so gedacht, oh nein! Ja, die kommen ja teilweise noch sehr weit hoch. Die fallen einfach nicht schnell genug sind dafür. Ja, ich habe halt noch kein Teer gebaut. Aber keine Sorge, ich spare mir jetzt extra Geld für die Rückseite, damit du es ein bisschen leichter hast. Du kannst nicht alle drei Wellen sterben, sonst schaffen wir es nicht bis zur 40. Komm zu mir. Komm zu Mami, meine Kleine. Was, du baust das so? Okay, mir egal. Alles weg, ach, alles wegschleudern. Du kannst hier einmal Teer setzen. So, jetzt habe ich kein Geld mehr. Ach schade, der ist nicht runtergeflogen. Aber zumindest ist schon ein Haufen runtergeflogen. So viele Tote. Ich habe die Granate des Grenadiers weggeweht. Cool. Wer hätte gedacht, dass das geht? Ich sicher nicht. Sind schon nah dran. Na gut, da bleibe ich jetzt erstmal nicht da unten, solange da der ist. Ach. Also der will irgendwie nicht runterfallen. Oh geil, genau, der droppt eine Münze. Perfekt. Und das machst jetzt komplett, okay. Ja, sieht so verrückt aus. Geht doch. Fliegen alle da gegen die Wand. Ich glaube nicht, dass sie bis nach da oben kommen. So schnell das Ding nicht. Okay, ich kann nichts mehr bauen. Zu mir. Kein Geld, kein Geld, kein Geld. Ah. Bei dir spawnt nichts, Dennis. Ja, denke ich mir auch gerade. Achtung, Flieger! Gefährliche Gegner, diese Knolle. Naja, wie man es nimmt. Ah, siehst du, wie verletzt ich schon bin? Alles nur wegen denen. Ah, du kannst auf der Treppe einfach alle runterschleudern. Das kann ich leider nicht. Ich hätte Geld. Oh, so viele auf einmal. Da musst du Geld farmen. Sinkt wie ein Stein. Ich wünschte, ich könnte Geld farmen. Interessant. Wenn zwei Explosive hintereinander rennen, dann erwischt, wird einer erwischt. Das Ding löst beim ersten aus und in dem Moment ist schon der zweite drauf. Eine entzückende Mordserie. Die sind schon nah dran.
So viele Steine. Geldsack. Oder hast du einen Geldsack bei dir? Vor allem habe ich sehr viele kleine Steine. Willst du meine Sammlung sehen? Viele große, mittelgroße und kleine Steine. Ja, sie sind so warte mal, du lässt Leute reinlaufen? Was? Nein. Das habe ich nicht gesagt. Aber sie sind sehr nah dran gewesen. Ich gehe davon aus, dass ich nachher nicht aufräumen muss. Auf Wiedersehen. Ich werde überrannt. Und wie geht's dir? Oh naja, da fliegt sehr viel aus der Map. Leider nicht alles. Fetten Erdfürsten da, die wollen nicht rausfliegen. Ich musste zu Hackstücke. Komm, stellt euch nebeneinander und zagelstückelt euch einfach gegenseitig. Ja, rein mit denen. Ach, ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? La 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 la. Bisher läuft's auch noch ziemlich gut. Ich hoffe, das wird nicht schwieriger die nächsten 18 Wellen. Ich bin noch auf beiden Seiten fast gleich weit. Das freut mich wirklich sehr. Du kommst besser mal hier rüber gelatscht. Ah, pass auf. Ah, okay. So weit sind wir noch nicht, dass von allen 5 Seiten Gegner kommen. So viele Tote auf einem Haufen. Vielleicht passiert das auch gar nicht, wer weiß. Keine Ahnung, weiß nicht, wie dieses Wellensystem programmiert ist. Auf jeden Fall ist das hier eine der größten Maps überhaupt. Behaupte ich. Und ich glaube, noch größere wollen sie nicht machen. Verständlich. In Unchamp gibt es dann wenigstens diese Speed-Plattformen, damit man schnell von A nach B kommt. Aber in Dungeon Defenders gibt es auch größere Karten, oder? Was? Ja. Verhältnismäßig, wenn man vergleicht, was für ein Lauftempo man hat. Ich habe hier ein Problem und das nennt sich Gegner, die sich nicht töten lassen. Da laufen welche durch, wenn mir keiner hilft. Aber ich glaube, du brauchst wahrscheinlich selber Hilfe, kann das sein. Oh shit. Kannst du nicht einen betören oder so? Also der Frost Ogre das nächste Mal. Oh, jetzt schaut aber hier auch nicht so gut aus. Ah, die Bogenschützen, die helfen ein bisschen mit. Okay, gut. Danke. Ich schieß da mal drauf. Pass auf, Pioniere! Wenn du sie ein bisschen anders platzieren würdest, könnten sie wahrscheinlich sogar noch mehr mithelfen und trotzdem den Himmel beschützen. Warum laufen, wenn man auch fliegen kann? Bitte hinten anstellen. Achtung, Flieger! Nein! Jetzt bin ich ihn tot. Ich hätte doch schon längst auf den drauf geschossen, hätte schon längst explodieren müssen und nicht erst dann.
Wieder nervig, dass ich die selber umbringen muss. Ja. Ja, aber dafür stirbt anscheinend alles andere, weil nichts mehr da unten ist. Du kannst ja statt zu chillen auch zu mir kommen. Ich baue. Ich habe einen kleinen Test. Ich habe einen kleinen Test hier. Ich habe hier eine Wand der Leere und davor dann lauter von den Schmeißern. Mal schauen, wie viele da reinfliegen. Ich muss mich jetzt heilen, ich bin fast tot. So, wie viele waren das jetzt? Wir sind schon nah dran. Nein, Geld! Tschüss! Was soll's? Hat die Traum doch hier kein Geld. Meistens nicht, ne? Letzte Erholungswelle. Sag mal, sterben alle schon, bevor die da reingeschleudert werden? Oder warum liegt hier keine einzige Münze oder sonst irgendwas? Ich weiß nicht, wie das bei dir drüben ausschaut, ehrlich gesagt. Meine Lieblingsfalle. Ja, in manchen Positions habe ich schon Wand der Leere hingestellt. Und dann fallen okay, die sie reinschmeißen in die Wand der Leere. Interessant, ja. Ich sehe es. Na gut. Partwechsel oder so? Ah ja, wir werden dich festen, ciao. Tschüss.